starten. Kalibriert er drauf auf die Unterlage. Kommt dann eben an die Kanten. Und je nachdem, mit welchem Arm er zuerst ist, würde er dann drehen. Hier haben wir eine Fallunterscheidung drin, die ich machen musste, weil er das Problem hat, wenn er mit beiden Sensoren immer die gleichen Werte kriegt, konnte ich das mit dieser Fuzzy Logic-artigen Steuerung aktuell, oder konnten wir das noch nicht umsetzen, dass ich hier eine Fallunterscheidung drin habe. Das sieht erstmal so aus, als würde er sich jetzt in einem Endless-Loop befinden. Ich kann aber versprechen, er sollte in ein, zwei Versuchen, sollte er da drauf rauskommen. Und dann geht es auch weiter. Also da ist auf jeden Fall auch noch Raum für Entwicklung offen. Dreh den mal irgendwie. Und schon geschafft. Er schafft das. Man braucht ein bisschen Geduld. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Aber gut, ich drehe ihn einfach mal.